Guten Abend, guten Tag oder guten weiß ja geil, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch die Demo von Mirrorforge. Ich habe gar keinen Plan, was dieses Spiel irgendwie aussagen möchte oder irgendwie was das auf Tasche hat. Wir lassen uns einfach mal ganz blind überraschen. Und bei mir ist natürlich der Kartentrickser, der Mann, der Spiegelschrift erfunden hat und... Mir fällt gerade kein anderer Spruch zu Spiegel ein. Benny! Woo! Hallöchen zusammen. Okay, und wir sind im Game. What happened here? Is that blood? Nee. Das ist Kirschsirup. Das ist von Frank aus der Frühschicht. Hat er gekleckert. Hat er nicht weggemacht. Irgendwie ist er ein Schlumpi. So, wir haben ja die blaue Explosion überlebt, wie man am Anfang so ein bisschen lesen konnte. Irgendwie und irgendwo in der Nähe von Goreburg oder irgendwo sind wir. Was auch immer die blaue Explosion ist. Aber gut. Wir werden es vielleicht rausfinden. Painkiller. Okay, wir haben Schmerzmittel gefunden. Können wir die Tür aufmachen? Nein, können wir nicht. Und lungern hier irgendwo. Mhm. Bei der Seite. So. Oha. Okay, alles klar. Das. Aha. There's the other switch for the door. Wir sind Thomas. Damn it. I can't reach it. Maybe I should try throwing something at it. Das ist ja kein Problem, werfen wir einfach irgendwas hin. Ja, die Painkillers beispielsweise. Das werf ich jetzt da hin. Das werf ich. Aha. Ja, nee. Nee. Ein Chiron? Dann getroffen. Ding, pass auf jetzt. Und? Nein! Aber natürlich lasse ich mir ja noch hier. Pass auf, warte mal. Kann ja, springen? Ja. Pass auf. Nee, kann nicht. Ja. Kann nicht im Springen werfen, das ist ja schade. Nein! Nicht loslassen einfach. Junge! Freut! Jawoll! Da dann. So, jetzt hat er Strom und. Ja, jetzt muss er noch den Switch umlegen, glaube ich, da oben, den oder? Den Switch, ja, wir gucken da hoch. Was ist denn nicht hier überhaupt für eine Pizzascheiße hier? Sieht aus wie Salami, Alter. So, hier haben wir noch Gabelstapler. Ist denn ah. Pizza? Oh! Okay. Dürfen wir nicht berühren, dürfen wir nicht berühren. Salami ist nicht gut, wir spielen einen vegetarischen Charakter. So. Wir erhalten Schaden durch Wurst. No Keycard in Inventory, okay. Oder musst du den Schalter da oben auch mit so einem Paket abwerfen? Das ist auch ein Kippschalter, oder? Also, ja, deswegen, also. Ich tippe vielleicht eher über die Rohre, oder was? Irgendwie. Schauen wir mal. Kann ich hier rüber? Ich hier rüber. Ja, kann ich. So, hätte vorne lang laufen können. Okay. Oh, hier. Oh mein Gott. She's stuck in the column. How is that possible? Ja, das ist eine gute Frage. Steckt mitten im Beton fest. Ist nicht schön. Gut. Okay. Einfach vorne dran vorbeilaufen können. So, kommen wir jetzt hier rein. Right-click. Ach, dieses Menü. Dieses Menü. Wunderbar. Wunderbar schon gesehen. Aus dem Baukasten. Hallo! Kleine Stuben- und Revierkontrolle. Ja, Hauptsache, ihr habt hier einen 3D-Drucker, einen ganz großen, so einen Plotter. Super, finde ich klasse. Und bei sowas könnte ich. Ja, das ist für mich, da hebt mir förmlich einer ab. Also, wenn ich Bücher habe, irgendwie, die alle in den gleichen Rücken haben. Also, na klar, fortlaufende Wände, nicht immer nur alle das gleiche Buch. Das finde ich gut. Aber nein, ich habe immer so ein Glück, irgendwie, meine Buchreihe geht dann irgendwie bis hier und dann ist es andersrum. Sind die Schrift spiegelverkehrt oder irgendeine Scheiße. Fürchterlich. So, jetzt alles. Oh ne, ist nicht zu. Oh, was? Wir haben eine Keycard. Nee, oder was? Oh, haben wir eine Keycard? Warte mal, guck mal kurz. Doch, wir haben eine Keycard. Ah, okay. Firma Tommy Keycard. Nice. Schön. Dann machen wir zu, das Ding. Wollen wir nicht weiter hier in den Personalakten rumstöbern? Wir wissen ja, dass Thomas hier eine Abmahnung gekriegt hat. Shipment of Antimaterie. Was? What? Arriving. Okay. Sehr gefährlich. Do not touch the containers. Ja, den Container nie anfassen. Bevor die Firma Tomic, so heißt anscheinend die Firma, wo wir arbeiten, das Wissenschaftlerteam angekommen ist. Wir sollen die Magneten kontrollieren. Oder Quatsch, Magnet-Readings? Magnetleser? Was? Check the Magnet-Readings and report immediately. Ja, wir sollen die Magnetleser checken und halt sofort Bericht erstatten. Okay. Und wieder muss ich sagen, hier wachsen die schönsten Pflanzen. Hier. Im Bunker. Wunderbar. Schön. Schön. Hold Shift to Sprint. Ja, ich sprinte. Hier hin. Und? Hier hin. Wieep? Okay.
Hallo? Okay. Es ist so wirklich zappenduster hier drin, aber was soll das hier sein? Use physical items of your surrounding like this brick. Use it on the seesaw to continue. Was ist los? Was soll ich jetzt machen? Soll ich das jetzt hier aufstellen oder was? Ah, damit du den. Okay. Und in die Fresse gekriegt, Alter. Oh, ey. Okay, hier hält er. Mal gucken. Ja, nicht lang. Die Ziegel ist irgendwo hingeschossen oder was? Also, ja, das ist ja, das ärgert mich auch schon gleich. Gleich vielleicht musst hier. Musst du ja vielleicht auch mehrere Ziegel irgendwie dahin packen, also so aufeinander stapeln oder so. Das kann sein. Das kann sein. Alter. Na, ist mir auch wurscht. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? There's a door. So schön. Ist hier Gas oder warum ist das so grün hier? Sieht giftig aus. Ja. Was ist denn los? Ey. The mirror never sleeps. Ja, die Spiegel schlafen nie. Ist jetzt aber auch eine Erkenntnis. Habe ich vorher noch nicht gehabt. Hallo? Oh, danke schön. Radio ausgemacht hier. Oh, das ist ein USB-Stick. Das ist ein USB-Stick, den holen wir uns. Never take fremde USB-Sticks. In your system. Ey. So. Oh, warte mal. Use the keyboard. Okay. Wie gesagt, getan. Fremdes Netzwerk kompromittiert. So, und nun? Wie? Was? Ist er an? Was ist denn das? Ach, was? Guck mal. Who are you? Tap the journal. Die Jill? Ich glaube. Was soll ich denn jetzt machen? Wartet jetzt? Ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem, zumindest mit dem USB-Stick. Soll was Licht dann machen können? Nö. Ja. Und warum kann ich das hier immer noch nehmen? Warum ist das aus? Tja. Hm. What? Okay. I see a shadow. Ja. It's there. Und seit wann sitzt Dave hier? Warte. Okay. Okay. Was hat denn, wer baut denn so eine Clean? Tash Crush Dummies irgendwie, was soll denn das sein? Das ist doch nicht mal ein Kind. Also, keine Kinderpuppe. Nee, egal. Egal, ich verliere mich gerade in Einzelheiten. Left click to turn on the monitor. Right click to change camera. Oh, was ist das? 6027? Na, ich schreibe mir das mal auf. Ah, 6027. Haben wir irgendwas gefunden, wo wir das einnehmen können? Weiß ich nicht. Aber ich schreibe es erstmal vorsichtig auf. Maybe I should try that on the box in the office. What? Haben wir irgendwo eine Box gefunden? Ja. Oh. Ist das scheiße. So, echt? Jetzt, so soll ich das jetzt hier tappen oder was? Oh, okay. Kinder, nee. 6024, ne? 27. Open. Tudum. Was ist das? Ladder Crate Control. Ah, jetzt hat's vielleicht die Leiter da weggemacht. Oh, nein, wie war, aber was? Hör mal. Dachte, die Reinigungsleute kommen erst um 23 Uhr. Das war jetzt aber fies, ey. So, okay. Und? Ah, ist weg. Jawohl. Nice. So, aber leider scheitere ich an der Wippe. Ja, wozu brauche ich jetzt diesen beknackten Brick? Das ist doch schwachsinnig. Irgendwie. Also, warum? So, und? Klein up the ladder. So, und machen wir wieder Lampe an. Ah, okay. Und jetzt einmal komplett da. Press Control to crouch. Ah. Okay. So, und jetzt kommen wir auch zu dem Schalter. Hoffe ich doch. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Guck mir. Also,
Dadurch, dass es ja eine Demo ist, brauche ich hier... Und? Was ist jetzt passiert? Ah, oh, Kick zeitverzögert. Denke ich mal, brauchen wir hier weder nach Collectibles oder sonst irgendwas Ausschau halten. Ach du Scheiße. Was ist das jetzt hier? Oh Gott. Oh. Journal. Look for the clue as to what happened. Will er mich foppen? Ja, das Schlimme ist, ich glaube, wir kommen auch gar nicht mehr zurück, oder? Also, aha, oh, aha. This is the way. Oh, oh. The phone next to this corpse is turned on. Ja, ich habe sie mal als richtigen Crash Dummy benutzt, David. Schön. So. Wir werden angegriffen. Was? 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 Ich weiß nicht, was da passiert. Warte mal. Use middle click to focus. Aha. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt hier sehen? Looks like some sort of energy. Achso. Okay, ist irgendeine Art von Energie. If anyone find this, the door code is 80. Okay. Sehr gut. 80 Punkt Punkt. 80, also scheinbar fehlen uns noch die letzten wenigen Zahlen. Bah! Was? Wie? Oh, oh. So ein Stück Müsli durchgekickt hier gerade. Oh. Invisible Monsters, listen and survive. What? Rally? Really? Nee, egal. Haben sie probiert. So, naja, und? Aber wie kommen wir jetzt... Kommen wir trotzdem nicht weiter. Oder es sei denn, niemand hat den Schrank weggeräumt. Ne? Nee. Aber oh, wir haben hier den Code, der mit 80 anfängt, aber die restlichen Sachen... anfängt. An der Wand war übrigens eine 6, stand da gerade dran. Wo? Der, über dem... Ja, genau. So, meinst du also die Wände mal abgucken, Albert? Ja, so... Könnte man nicht machen. Und oh, 7. 7. Ah! Okay. Fies, Alter. Oh, Mann, fies. So, also... Für beknackter Code, Alter. Okay, was da? Listen. Do not see. Ja, das ist zu. Aber diese Dummies, ey. So, okay. Das können wir nehmen. Oh, da sind wieder Tabletten. Ah, Painkiller. Nice. Sagt das hier drin, oder was? So, und schnappen wir uns die Painkiller. Hier haben wir noch was zu lesen. Die finalen Vorbereitungen für ja, die Miro Forge. Was heißt Forge eigentlich? Schmiede? Ich, Spiele, nee, Schmiede? Ach, nee. Ach ja, stimmt. Have started in Eldred's Facility. Ja, startet halt in Eldred's Gebäude. The fuel will be ready for transport by the morning. Ja, der Treibstoff wird am Morgen bereit sein. Transport. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Piep. I managed to finish the security power system modifications on time. On time. The system now will perform checks on a regular basis, ensuring that no power storage is plugged in unless the magnetic coils are powered up. Always turn the valve next to the slots before you plug any power storage. Thank you. Aha. Gut. Okay. Wir sollen jetzt was drin fummeln hier. Aber was? Was ist das? Okay, kann man rumfriemeln. Da müssen wir bestimmt noch so irgendwie einen Hebel finden oder sowas. Das ist ein Rad, ne? Ein Tierrad, oder? Mhm. Wird schon sagen. So, haben wir hier vorne noch irgendwas? Oh, ja, hier! Jimmy, ist alles dabei! Komm du! Erkennen. Ja, okay, jetzt kannst du die Battery rein packen. Oder auch nicht. Okay.
Ah. Was ist das für was? Listen, do not see. Ja, wir hören die Schritte und... Ach du Scheiße. Ach so, das heißt, muss die Lampe dann ausmachen, oder was? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ja, nee. Das ist gar nichts mehr. Das klingt nah. Oh, hinter mir! Oh, hier, so ein Pinocchio. Nimm ihn! Alter, nimm ihn! Und nun? Ja, wohin damit? Aha, okay. Da vorne. Hast du gesehen? Das ist wie so eine Art Flirren in der Luft. Na, Mann! Ja. Da ist die nächste Batterie. Ja, 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 ja. Gib, gib, gib. Oh, da vorne ist er. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Und was ist jetzt passiert? Ja, keine Ahnung. Was ist jetzt hier passiert, Alter? Ist jetzt hier irgendwas aufgegangen oder was? Also, du könntest jetzt nochmal in dein Inventory gucken. Da steht jetzt die nächste To-Do drin. Get through the open door in the end of the hallway. Okay. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Oh je. Nee, da vorne kommt er. Okay. Da kommt er. He's incoming. Und da ist... Fuck, Alter. Ist das eventuell mehr als nur einer? Ey, echt jetzt? Mehr? Weiß ich nicht. Oh, oh ja, da ist er. Aua. 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 Shit, Alter. Okay, Schade. Gucken wir mal. Hoffentlich hat er einen fairen Checkpoint. Oh nein, jetzt. Oh. Auf ein neues. Das ist nicht fair. Ich glaube, die Tür müssen wir nachher dann da rein, weil wir die gerade gesehen haben. Wahrscheinlich, ist. Ja. Oh. Oh shit, oh shit! Und ich hab den Drops fallen lassen. Komm nochmal mit, Mann! Oh, fuck you, Alter. Crouch! Und nun, Spiegel, was soll ich machen? Spiegel angucken einfach? Ja. Hm? The Ring? Hm? Das ist wirklich so ein Ring-Video jetzt hier. Tja, dann haben wir 7 Tage. Hm. Scheiße. Okay. Kann mich noch nicht bewegen? Kann mich wieder bewegen? But I have no light. Okay. Okay. My old apartment. Klingt wie ein SMS. Bing, bing. Das ist ein crazy Frog, eh? Hey Thomas, just want to say, I hit the boss. You get the job, man. Yeah. You get the job. Call me when you read this. Okay, muss ich glaube ich jetzt nicht vorlesen, oder? Irgendwie hast du den Job, hast du den Job, meld dich. Okay, ja. Oder. Oh, das ist so schön. Mmh, wie toll. Und kann man hier ein bisschen Gitarre spielen? Nein. So, kannst du hier nochmal was machen hier mit dem Telefon? Nee, ne? Kann ich bloß halt lesen und das war's. Genau. Teddy?
kann man denn hier machen? Oh, ich hab's nochmal zu lesen. Darling, our new home looks amazing. Just as I imagined it. I went to pick something up. Wait for me back home. Got something amazing to tell you. Ja, auch das muss man jetzt, glaube ich, nicht übersetzen. Alles zugeschlossen hier. What should I do? Stand die Statue auch schon vorhin da? Ah, guck mal hier. The time is now. I can feel it. Say yes, say yes, say yes, please. Okay, wir wollen einen Antrag machen. Gotta get the candles from the wardrobe. I have to hurry up before she arrives. Na denn, hol mal die Kerzen hier aus dem Wardrobe. Ach wirklich, jeder Einzelne, ja? Kannst mal nur einzeln rausholen. Und wo? Wo sie sind stehen? Hier irgendwo? Ah, schau mal. Du musst wahrscheinlich erstmal alle hinstellen, dein Feuerzeug wieder suchen. Ah ne, da liegt er sogar da. Nee, klug. Ja, meinst du, das ist ein Feuerzeug? Das sah so aus, oder? Oh, Alter. Geh mal, ich möchte mit Ihnen. Wir müssen uns beeilen, aber immer nur eine Kerze nehmen, Alter. Thomas. Now, where was that lighter? I haven't seen it since I quit smoking. Nee, das ist leider nur irgendwie. Ach, das ist ein Sticker. Sticke. So, können wir hier angucken? Aha. Na, schau mal, guck. Der Hermes. Hoppala. Hä? Wo ist denn mein Leiter? Achso, ich muss das ja nicht aktivieren. So. Where did I leave the flower box? Die Flower Box. Flup. Flup. Oh, guck mal, schön. Schön. Another text message. Better check it out. Klar, Mann. Baby, there's too much traffic downtown. How about you meet me at the pub where we first met? You remember, don't you? Waiting for you there. Love you. Am Arsch! Am Arsch! Und er weiß nicht mehr, wo es ist. She seems so excited. What's going on? So meint ihr auch immer ganz gerne mit den Büchern. Ich stelle sie mal mit dem Rücken zur Wand hin. Aus der neuen Mystery-Abteilung. So, okay. Können wir gehen? Nee, können wir nicht. Warum können wir nicht gehen? Was soll das? Na, was ist denn unsere nächste Aufgabe? Tappig mal rein. Find Jill at the pub. Ja, ich würde doch sagen. Oder? Also wäre doch. Oder muss ich jetzt mal meine Jacke suchen oder was? Oder die Kerzen auspassen. Ja, na, das. Oh. Ja. Okay. Das ist der Dusa. Ach, das ist das Pub, oder was? You seem so excited when I got the message. What's going on? Yeah, I couldn't wait to tell you. Tommy, look. Ach, hey. Aha. I'm gonna be a father. We're going to have a baby. Wie schön. Oh my God, Joe. I love you. We gotta celebrate. Like now. Where is that waiter? Ja, dismissed. Don't you think that's a bit too much alcohol, Tommy? So ein stumpfer Lachen. This is the happiest day of my life. Ich hab ne böse Vorahnung. Oh. Press V. Aha. Okay. Ja, gut. Das ist ja schön. Schauen wir uns hier mal um. Und. Wer ist das? Oh. Wo sind wir denn jetzt? Ja, aber sowas weiß ich immer nicht, warum designt man jetzt so einen Raum? Also den Raum so. Stop the car! Slow down! Thomas, watch out! 100 Punkte, Alter. Na, das war noch nicht so the happiest day of your life. Hätte er vielleicht eine Weinflasche weniger trinken sollen. Jump! No! Jump! Wake up!
please. What? Hallo? Hier oben haben wir noch einen Lappen zu lesen. Mhm. You will never escape your mind. Your reality is a delusion. Ja, du wirst niemals deinen Gedanken und deine Erinnerungen entkommen. Realität ist eine Illusion. Oh, schön. Wieder was gemalt hier. Großartig. So, was haben wir hier? Ein Hässchen Teddy. Oh, hier vorne haben wir noch was. Was ist das Schönes? Deine Hoffnung ist bedeutungslos. You will never. Entschuldigung? Wie kann ich die Krücke nehmen? I'll need a screwdriver to open it. Na klar, brauchst du einen Screwdriver. Entschuldigung. Hier vielleicht noch? Ein Screwdriver? Wir brauchen einen Schraubenzieher. Einen Schraubenzieher, um dies zu öffnen. Was ist denn da? Wie bitte? Achso. Was ist das für eine Figur gerade da war? Hallo, Screwdriver. Habe ich was übersehen, Manny? Ja. Alter. Scheiß Ernst oder was? Was ist los hier mit dir? Benni, er segnet mich. Er ist einfach gegen mich. Jetzt. Jawoll. Jetzt werde ich bestimmt das oberste Schublädchen aufmachen. So, kannst du dich ruhig wieder hinstellen. Hör auf zu crouchen. So. Alter, wieso nicht? Was ist denn ein Padlock? Bei Padlock Key. Ich weiß nicht, was ein Padlock ist. Vorhängeschloss, wahrscheinlich. Ah, guck mal da. Ja, genau, da versteckt man seine Werkzeuge. Maiko, hör mal so. Gott. Ich geht. So, oh. Ja, jetzt so. Alle vier Schrauben. Das ist ein Mann, Alter. Hätte er nicht mal einen Akkuschrauber finden können? Was der dauert. Aber auch quälend langsam. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich war damit beschäftigt, Schrauben quälend langsam aus einer Kiste rauszuschrauben. So, jetzt, was wird da wohl drin sein? Hör auf, mich anzurufen. Du Freak! Du wirst niemals zurückkommen. Warte mal, you never come back. Never, ja. Remember what you did. Ja, erinnere dich, was du getan hast. Lass mich dir mit deinen kranken Gedanken auf die Sprünge helfen. Sever? Was? Kenn ich nicht. Ja, Hirnschaden. Broken ankle. Femur. Legs. Irgendwie alles im Arsch. Alles kaputt. You put me in a coma. Ach du Scheiße. Du hast mich... Ah, das hat bestimmt unsere Frau geschrieben. Du hast mich für einen Monat ins Koma versetzt oder gebracht. Und ich habe das Baby verloren. Ich werde dir niemals vergeben für das. Ja. Ertrink ja doch einen Alkohol. Okay. Gut, also, ich hätte mir schon denken können, dass das Verhältnis etwas angespannt danach ist. Mhm. So etwas. Oh, wir haben einen Game Save. Ach du. Und wir haben hier wieder. Jonas Garda braucht einen Code für seinen Spind. Okay. Das ist ein bisschen was nachgerüstet, der Junge. So, der Rest ist locked. So. Nope. Nein, schade. Schade eigentlich. So, hier ist noch eine blaue Lampe. Sie leuchtet blau. Was ist das? Ah, okay.
Aber die Seeräusche sind schon wieder nicht so schön. Die Türe. Oh, was ist... Okay. Was? Mach dein Ding, zieh durch. Alles gut. Ich richte nicht. Oh, aber da muss ich mal hier... Put it the box. What was that? Ja, soll ich das jetzt hier durchschieben oder was? Oder so rüberklettern? Kann hier auch nicht durch. Okay. Verweigert. Sich. Oh, Alter, lass das doch mal ein abgefucktes Klo. Alter. Oh, oh, denke ich, hier müssen wir hin. Naja, Kumpel, die ist nicht mehr zu helfen. There is something down in the toilet. Was braucht man denn jetzt gefunden? Klebeband. Bisschen Gaffertape. Das ist mal gut. Was stand da? Use the tape für was? Was sollst du fixen? Use the duct tape to fix the broken wires once you turn off the power. Okay, du musst zuerst anscheinend Strom abschalten und dann hier, fixen. Kabel flicken. Kabel genau. Flicken. So, gut, dann nehmen wir das mal mit. Das ist doch gar kein Problem. Ich schlepp die schweresten Kisten ins Klo. So. Mach da mal eine Tür zu. Jetzt hier. Hat ich hier schon? Reicht das? Ja. Das ist jetzt nicht so ein schöner Metal Gear ähnlicher Lüftungsschacht, durch den Mickey Grau. Alter. Ah, da passiert doch gleich was. Ah, wer schreibt denn hier sowas? It's always near you. Schön. Watching you. Don't look in the abyss. Okay. Hey. Soll ich da jetzt hin? Ja. Also, ja. Jetzt. Oh, scheiße. Okay. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? So. Ja. Unlock. Duct Tape, das ist ein Fit. Das kann ja nicht sein. Duct Tape passt immer. So, man sieht eigentlich schon. The written and it's saying. Alien's dreams lessen the hunger of the Mirror Forge. Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das übersetzen soll. Benny? Keine Ahnung, du, da. Bin ich auch raus. Was ist denn? So, ist der Sicherungskasten. Okay. The lever is missing. Ja, klar. I should look around the room. Ah, irgendjemand nimmt auch gerne mal. Ah, nee. Irgendjemand nimmt auch immer ganz gerne mal einfach den Hebel vom Sicherungskasten mit. Einfach um zu stänkern. Also. Passt nicht. Vielleicht passt hier vorne eine Kiste. So. Nein. Ah, jetzt unlocked. Und was haben wir hier drin? Den Hebel. Das ist doch lächerlich. Alter, also. So, den musst du ja noch. Okay. Ja. Dachte ich, kriegst du ins Inventar oder so, aber nee. Aber wozu war denn das jetzt nötig? Frag an der Stelle. Wozu war das jetzt nötig? Vor allem jetzt ist der Hebel wieder weg. Naja, das, also. Das hätte man nur die Hebel gleich dran lassen können. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück wahrscheinlich. Now we have to go back. Kann ich hier denn zurück? Na, ich hoffe doch. Ansonsten. Ich wüsste jetzt auch ja nicht, wie ich zurückkomme, ganz ehrlich gesagt. Ich bin ein paar Mal abgebogen. Lassen wir uns mal überraschen, wo wir ankommen. So, hier komme ich von rechts. Genau. Spinnenwebe links. Oh, nee, Alter.
Nee, nee, finde ich nicht okay. Gut. So. Hier ist jetzt King. Die Frage ist, hätte es jetzt auch einen Gang rüber gegeben? Wisst ihr, also komme ich jetzt überhaupt an ein Kabel ran? Ich glaube ja, weil ja. Ich glaube, du genau, kommst nämlich nicht durch wegen dem Strom. Und Duct Tape hat's, guck mal. Duct Tape sieht doch genauso aus wie Kabel. Super. Läuft. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Lass mich raten, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück, um den Strom wieder einzuschalten. Wahrscheinlich. Das ist ein sehr hohes wahrscheinlich. Also das ist ein sehr hohes. It was only a mirror before become a hole. Es war immer ein Spiegel, bevor es ein Loch wurde. Ja, haben wir da vielleicht ein bisschen an Silent Hill uns jetzt orientiert? Auf jeden Fall ist das ganz. Aber hier war doch der Ponorek hier. Hä? Ja, stimmt. Also selbst wenn ist der. Ist er ja weg. ist ja gone. Ne, hier war er. Ne, hier war er. Ach, guck mal, jetzt ist er wieder da. Ah, okay. Jetzt ist er wieder da. Do it. Ja. Mann. Mhm. Jetzt nehmen die Jumpscares auch ganz schön zu hier. Ich bin gerade so orientierungslos. Ich weiß ja nicht, war ich hier schon drinne? Nee. Nee. Was ist denn das, Alter? Verschlossen. Vor 2 Tagen. Kein Essen, kein Wasser. Ich weiß jetzt nicht irgendwie, was noch real ist. Seltsame Dinge verstecken sich oder lauern in den Gängen. Warte, it's not, ist jetzt kein Flur mehr. was denke ich da bloß? Meine Gedanken werden dumm, werden immer blöder. It's looked like really shatters around me. Multiple realities converging and changing what I see. Ja, wird alles irgendwie immer verworrener und multiple Realitäten verschmelzen ineinander. Was er hört, was er fühlt. Irgendwas ist in der Luft und spielt Streiche mit ihm. Meine Augen sehen manchmal verschiedene Realitäten und manche sind schrecklich und kalt. Andere sind wiederum Gedanken, Fragmente von meinen müden Gedanken. It's a take from darkest corner of my mind. Ja, und die kommen irgendwie aus den dunkelsten Ecken meiner Gedanken. Den Mist. So, können wir das jetzt machen. Ich freue mich. Na, schön. So, Ben, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus? Aber ist das bei dir genauso strumsdunkel wie bei mir hier? Also, ja, das, also ich sehe ja kaum was. Aber ich sehe hier nur eine Abstufung von schwarz. Ja, ich weiß. Ich sterbe hier eingeschlossen. Und ich schreibe das nur, um mich bei klarem Verstand zu behalten. Also zu halten. Ich gehe immer weiter in die Einrichtung und meine einzige Chance ist halt dadurch zu überleben. Aber meine Keycard hat Fehlfunktion. Jonas ist der einzige andere Typ, der einen autorisierten Zugang hat. Und er sagt, er hat sein Keycard in seinem Umkleiderschrank gelassen. Am anderen Ende des Flurs. We tried to get in there, but never return. Er hat versucht zu holen, kam aber nie wieder zurück. In dem Falle hat mir Jonas den Code gegeben, der ist 7195. Und wenn ich irgendwie Coronas habe, ja, geh hinter die Tür. Schau ich, was hinter der Tür ist. Wenn ich Coronas habe, dann freu ich mich. Okay. So, gut, dann gehen wir mal zurück. Ich freue mich ganz doll. Jetzt könnten wir ja eigentlich theoretisch, kann man hier noch was finden? Hello? Das ist aber wirklich ein bisschen was von Silent Hill, so mit den verschiedenen Realitäten und also. Ja, absolut, absolut. Also es wirkt halt auch wirklich sehr ambitioniert irgendwie. Es ist schon, es ist jetzt kein Silent Hill, aber
Aber es sieht gut aus. Es macht Spaß. Und vor allen Dingen, es erschreckt einen wirklich sehr heftig. Also mich auf jeden Fall. Oh ja, also die Jumpscares sind auf jeden Fall nicht ohne. Lupschi! So. Nee, hier war ja nicht der Lockerraum. Der Lockerraum war ja locker hier vorne. So, und zwar hier. So, Termin okay. Die Code. Ja, 7195. Mach auf, das Ding! Echt jetzt, ja? Hat sich eine Puppe da mit... Ach, du bist doch ein Jochen, Alter. So, und wir haben... Oh, Mann, Alter. Mach mal Feuerzeug wieder an. Ich habe kein Feuerzeug mehr. Wie? Nix? V oder was? Alter, will er mich doch V. Drück mal F. Gorbox calling for you. Ja, London's calling. So. Hier durch und dann hier haben wir hier vorne the door. The door, genau. Ne? Hast du die Cojones? Ich hab die Cojones. Und das ist hier Herzblatt. Ja, schön. Ah. Ja, das sieht schon wirklich sehr geil nach Silent Hill aus. Das ist schon... Das ist schon nice. Und es ist wirklich gruselig. Es ist gruselig. Game saved. I'm surprised you got out of there alive looking at your injuries. I'm afraid to say, Jill, you were unable to save the baby. And I'm so sorry. Okay. Oh, haben wir aber gerade hier. FPS. Kommt schon nicht mehr raus. FPS. Was? Nee, alles gut. FPS Drops des Todes, wie Benny immer zusammenfliegt. Oder wie kann man sagen? Todes. Genau. So, okay. Also ich wieder zurück, weil die Treppe ist jetzt weg. Okay. Da vorne steht jemand, kann das sein? Also das ist nicht nur Brett. Ach nee, da steht wirklich jemand. Und jetzt sind wir in einer Cafeteria. Das ist schon wieder in einem Krankenhaus, aber oh Mann. Oh, yes, Painkillers. Sag mal, kann ich mir eigentlich ein paar Rinnpfeifen? Ja. Ja, ja. Du hast erstmal wieder 100, ja. Sehr gut. Gib dir. Oh, was haben wir hier? Press M. To open the map. Jetzt gibt's auch noch eine Map. Oh nein. Found map here. So. Okay. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Summer Map. Ah, Cafeteria ist offen. Und das Office ist offen. Ach, wunderbar. Das ist ein Klatsch, wa? Irgendwie. Naja. Also normalerweise würde man noch jetzt ja nicht mehr rangehen eigentlich an die Tür. Oh, was haben wir da? Wie ein Ziegelstein, den ich irgendwie benutzen darf. Kommen wir nicht ran. Kommen wir nicht ran. Kommen wir nicht durch. Na, so. So, hier wollen wir erstmal hier hinten schauen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier haben wir nichts. Da haben wir nichts. Den Schlüssel finden wir bestimmt in der Cafeteria. Meinst du? Komm, hier mal gucken, was das heute gibt in der Cafeteria. Natürlich. Ob die etwas haben? Schnitzel? Schön. Dazu. Schön Energy Drink. Mit einem QR-Code. So groß wie der Automat. Schön. Das ist die Cafeteria? Das ist eine Teeküche, Freunde. So. Krücke haben wir. Für was auch immer. Hier ja, vielleicht damit wir hier das Dingensbummens da irgendwie das, was so, du vorhin hattest. Ah, ja, was wir erreichen, mal, damit wir ein bisschen rumstochern können. Ja, probieren wir nochmal. Let's try it. So, wir haben es exakt 3 Uhr. Und the clock stops ticking. Da ist ein Schlüssel drauf. Ah. Nice. So, denn Bückung, Pflückung.
Okay. Bitte, muss ja jetzt wohl nicht sein, oder? Jetzt mal Ruhezeit hier. Mann, Alter. Was war er denn jetzt? Mann. Also die Jumpscares sind übel. Something felt when I pulled the drawer. So, ich habe mich selbst im Labor eingeschlossen. Ich bin verloren. Es sieht aus, als wenn die Realität um mich herum zerbricht. Oder zerbröselt. Oder vielleicht sind es auch einfach meine Gedanken, die mir einen Streich spielen. Ich weiß nicht. In einem Moment bin ich im Labor und im zweiten sitze ich in meinem ruinierten, also in den Ruinen meines Zuhauses. In der dritten Minute klinging, was ist klinging? Keine Ahnung. Er klingelt um sein Leben an einem dunklen Ort. Ich verstehe das nicht. Selbst die Räume sind verschieden. Es ist immer so, als wenn man zwischen hier und der Hölle steckt. Oder stecken geblieben ist. Ich sah meinen toten Bruder. Kommt zu mir in die Firma und And now until my sanity leaves me. Und jetzt hat mich halt mein Verstand verlassen. What lab? I don't see any lab around here. Naja, das ist ja auch kein Wunder, mein Freund. Ist nicht irgendwas runtergefallen beim Ja, ja, stimmt, absolut richtig. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Das war die Krücke. Etwa. Vielleicht ist jetzt hier was rausgepurzelt? Nein, ist es nicht. Machen wir mal zu. Da. Kippe. Was war das jetzt? Ein Schlüssel? Ja, kleiner Popelschlüssel hier. Ah, find the kitchen. Let's go in the kitchen. Also eigentlich die Cafeteria, meint er. Meinst du, dass jetzt damit die. Warum ist hier Licht aus? Das ist nicht so gut. Meinst du, das ist der Schlüssel für den Snackautomaten? Wenn ich guck auf die Map, wo die Kitchen ist. Weil wir haben hier die Cafeteria. Ja, ne? Toilet. Strange Clock. I've never seen before und Open Chest da hinten. Hier links. Ganz links unten. Ja, ja. Die Frage ist, kommen wir da jetzt durch die Gitter hin? Wahrscheinlich. Ja, die Gitter sind gone. Oh Mann, Alter. Der Konferenzraum ist mir erstmal wurscht. Ich geh erstmal ins Kitchen. The Kitchen. Yes. Use this. Hello? Hi. What's your name? Leave me alone! Okay. What's the matter? Why are you here all by yourself? I don't like the doctors. They're all around. Which doctors? There's nobody here. Liar! They're everywhere. Okay. They do not see me. Nobody sees me. I am nothing. Sometimes I feel that they can hear me, but all they do is hurt me more. They took the photo I had of my mom. Took it where? I don't know. In room 3 where I was, I guess. I'll get it for you. And in return, you'll tell me how to get out of this hellhole. Deal! Warum muss die 8-Jährige jetzt aussehen wie eine verhüllte Prostituierte? Verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte gerade so eher an so eine Smoky Eyes, ey. Ich hatte eher so an Harley Quinn gedacht. Ja, oder so, ja. Aber selbst für das Alter, warum? Ja, das ist ein bisschen. Wischst du die Scheiße aus dem Gesicht? Aber zackig, Fräulein. Bist noch zu jung dafür. Keine Maus. So, ja, jetzt in Room 3. Nein, rufen wir mal zurück. Wer bist du denn? Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass wir hier so Verstecken spielen müssen. Oh nein, Alter. Hide and Quiek. Ja, mit Master. Da sehe ich dich. Ist ja eine meiner leichtesten Übungen. Die Frage
Frage ist nur, wie viel Lärm darf ich machen? Weiß ich nicht. Zu hinter mir. Storage. Ist ja auch die große Frage von wegen, wie viele sind es insgesamt, die da... Ja, das werden wahrscheinlich Flugel. Viele sein, Alter. Das hört sich hier... Aber die laufen anscheinend immer irgendwie so einen identischen Weg. Also einen klaren, vordefinierten Weg, ne? Schade, dass ich nicht sehe, wo wir sind. Aber wir sind in Storage oben, von daher... Genau. Gut. Baby Room, ach du Scheiße. Open Chest? Was ist denn da oben? Open Chest bei den Points? Was oben links, mal, oben kann man jetzt so hin, ne? Warte mal. Ja. Gucken wir mal. Muss jetzt hier hinten sein. Ja, toll. Okay, ist einfach nur eine Open Chest, okay. Was ist das für ein Scheiß, ey? Oder was für ein Chest? Besser gesagt. So, hier 301 hast du, müssen wir. Nee, 3. Raum 3. 3? Raum 3, wo ist denn? In der Mitte. Ich dachte, wir müssen in Raum 301. So wie ihm? Scheiße. Ja, die nehmen mir gerade. Och, echt jetzt? Ist doch nicht so, scheiß Ernst, Alter. Ach so, die können anscheinend doch in die Türen rein. Okay. Ah, rennt er. Macht halt der Tür zu. Ja. Sehr gut. Ja, rein hier dem medizinischen Schrott some torn piece of paper. Torn piece of paper, ja. I found on a photo like the Jurik, das weiß ich jetzt. Kann ich so jetzt wissen, nicht irgendwie ein Stück Papier, irgendwie, was ich gefunden habe und ein Foto bei Rückfragen. Ist doch alle klar mit dem Satz, oder? But scenes were in lockdown. Ja, sind wir. Wir sind eingeschlossen. Unter Verschluss, I have to leave it in the toilet. Er hat es im Klo gelassen. At least until we open again. Ja, das ist ja toll. Wunderbar. Jetzt deswegen bin ich hergekommen? Deshalb bin ich jetzt hergekommen? Und das darf doch nicht wahr sein, Alter. Look at the toilets. Ach, Leute. Wo sind die Klos? Ist da zum Glück nicht so weit weg. Na, das wenn ich hier Zitter Jochen hier vor der Tür höre, ist das weit weg. Pass auf, hier ist er. Zwei Stück, Alter. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, versuch durchzurennen oder so. Hierin, Alter. Sehr gut. Oh, so, warte mal, ich muss mal erstmal kurz hier mal einen Snack snacken. So. Eieiei, was ist denn hier passiert? Ei. Oh, was sind das da, Alter? Sind die mit euch nicht richtig? So, einen kleinen Painkiller. So, ich muss jetzt wieder zurück ins Kitchen. Genau. Conference Room. The Kitchen. Wir haben gerade ein Meeting. Wo ist denn jetzt die Guste? Ja, die ist jetzt bestimmt weggerannt. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Ehrlich, ist das jetzt ihr Ernst? Wo ist... Wieso? Warum, Alter? Now, where the hell did she go? The storage, Alter, for a painting. In die Apotheke ist sie gelaufen. Sowieso. Warum denn? Die ist da oben. So bedächtig schreite ich hier lang. Ich höre ja kein Gewimmer mehr. Mhm. Was ist denn da los? Ach, vielleicht vorbei mit Gewimmer. Naja, meinst du? Trau dem Frieden noch nicht. Ist doch Arsch. Unternehmen war die Pharmacie. Fons. Aber scheinbar sind die weg, ja. Guck mal hier drin. Nein, ach, sind sie nicht. Wieder. Wenn man mal denkt, man hat's. So, was ist das hier? Emulsionscleaner, Alter. Warum? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen noch Fotos entwickeln. So ein Foto jetzt darin legen, oder was? Weiß nicht, was sagt denn check das? Check the storage eigentlich? Room for painting. Oh, wir müssen den Storage Room painten, checken.
beenden. Oh, Mann. So, und hier ist jetzt irgendwo ein Painting. Okay, aha. So. Cover mit slimy Thing. Deswegen halt sauber machen. Okay, verstehe. Da vorne juckelt da rum. So, packe drin. Mörderer. That's me. No. No. No, I'm not a murderer. Ja, deine Frau sieht das wahrscheinlich anders. Oder deine Ex-Frau jetzt mittlerweile. Ja, und wo ist die kleine Maus? Look through the hospital for a place to use this photo. Na klar. Wo sollen wir denn dieses Foto jetzt bitte hinpacken, ey, ganz ehrlich? War das deine Tochter, die du selbst gesehen hast? Das wäre hart. Das wäre hart. So, na gut, dann schauen wir uns da mal um. Irgendwo hier im Krankenhaus. Und kicken, ob wir hier vorne vorbeikommen. Warum ist da so ein... Altar? Ja. Denk mal, weil wir hier das Foto benutzen müssen. Wumm. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Game saved. Ja. Oh nein. Was jetzt? Jill. No. This isn't real. This isn't real. I'll find you, Jill. I'll find you. Ja, nice. Das war die Demo von Mirrorforge. Schön, dass ihr dass den Trailer für das Hauptspiel natürlich in 360p mit hinten reingehauen haben. Super. Ja, also ich bin heiß drauf. Ich hab richtig Bock drauf. Das war wirklich gut. Tja, wenn ihr auch Bock drauf habt irgendwie, lasst uns in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, ihr Leute, lasst ein Like nach oben da. Ein Like nach oben. Ein Daumen nach oben da schön. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Und ansonsten, hey, sehen wir uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Tschüss.